Hey ihr Häschen, ich begrüße euch recht herzlich zurück zu Let's Play Shadow of the Tomb Raider. Mein Gamepad vibriert hier. Ich weiß nicht, ob das wegen dem Lagerfeuer ist oder ob hier irgendwo eine Grabungsstelle ist. Ja, beim letzten Mal haben wir ja den Pfad der Schlacht abgeschlossen. Pisco den Toten kennengelernt und mit den Verstoßenen gesprochen. Was ist hier für ein Gesprächssymbol? Geheimnisse entdeckt. Mission verfügbar. Schick. Ja, wir haben in dieser Stadt eigentlich noch so einiges zu erledigen, aber ich würde gerade mal mit der Hauptquest weitermachen. Und gucken, wohin mich das führt. Warte mal. Standen die beiden zuletzt nicht hier? Wo sind sie denn? Hakan! Was ist das? Kultisten. Sie warten darauf, dass ihre Gottheit erscheint. Wenn die Katastrophen beginnen, wird der Gott Kukulkan geopfert, um die Sonne zu erhalten. Sonst kommt das Ende der Welt. Sie opfern einen Gott? Ihn zu opfern ist meine Pflicht. Doch der Führer des Kults will meine Position, um selbst zum Gott zu werden. Er glaubt, wir könnten aus der Welt ein von uns selbst erschaffenes Paradies machen. Die Welt neu erschaffen? Was? Ich hab das schon mal irgendwo gehört. Da ist er! Rodriguez. Ich weiß, wer das ist. Das ist Dr. Dominguez. Dominguez hieß der. Entschuldigung. Seht her! Endlich besitzen wir das Werkzeug zur Einheit und Erlösung. In Kürze werden unsere Träume von Frieden und Geborgenheit zur Realität werden. Sie nennen ihn schon jetzt Kukulkan. Aber sein wahrer Name ist Amaru. Er kommt eigentlich von hier. Doch wurde von Fremden aufgezogen. Die Menschen hier glauben an ihn. Aber du nicht. Mein verstorbener Mann Sahiri war sein Bruder. Sie hatten verschiedene Ansichten zur Zukunft Paititis. Nach dem Tod Sahiris ist Amaru vollkommen im Kult aufgegangen. Ihr habt bereits den Sturm gesehen. Und ihr befürchtet, dass noch mehr Katastrophen kommen. Ich versichere euch, dass Paititi für immer und ewig überleben und gedeihen wird. Ich kenne Amaru. Wenn ihm wirklich gelingt, was er will, wird niemand, der an ihm gezweifelt hat, sein Paradies sehen. Er wird die Rebellen vernichten. Nicht, wenn sie die Schatulle nicht finden. Ja, wir müssen sie unbedingt vor ihnen finden. Vielleicht spürt Amaru noch ein wenig Vernunft und Liebe. Das wage ich zu bezweifeln. Tod allen Verrätern! Sie werden ihre Strafe bekommen! Hakan, hör auf! Wir müssen zuschlagen, solange wir noch können. Die Gerechtigkeit wird am Ende gewinnen. Du darfst die Rebellion nicht für Gefühlsausbrüche riskieren. Ätzli, erkunde die Gegend. Wir treffen uns an der Bergkante. Letzte Warnung. Verschwinde. Wenn ich mal auf die Königin hört, auf wen denn dann? Folge Ätzli. Deine Kleidung wird dich nicht lange verstecken. Ich kümmere mich um die Schatulle. Versprochen. Du warst gewarnt, friedlich zu bleiben. Ich war lediglich mit meinem Sohn spazieren. Amaru verliert langsam die Geduld. Es kommt nicht wieder vor. Jonah, kannst du reden?
Ja, ich bin mit Ucho im Lager. Alles bestens. Dominguez ist hier. Er ist der Anführer des Kultes von Kukulkan. Dagegen kämpfen Unuratus Rebellen. Was? Er ist seit Jahren hier. Trinity kontrolliert Paititi. Wow. Ich gehe zum Auge der Schlange. Wir brauchen die Schatulle vor der nächsten Katastrophe. So, ich soll zum Fuß des Berges, aber ich quatsche erstmal mit den Leuten. Meine Frau ist sehr krank. Wie viele andere auch. Eine Krankheit von den Fremden. Jemand sollte was dagegen tun. Kann auch sein, dass ich mit vielen schon gesprochen habe. Der hier kommt mir zum Beispiel sehr bekannt vor, zumindest das Haus. Hallo, bist du ein Verstoßener? Okay, das hatten wir ja, schon. Ja, Ishik. Ja? Das hatten wir schon. Deswegen kam der mir auch so bekannt vor. Gut, Fuß des Berges, das heißt, wir müssen runter. Ich und Ätzli haben oft zusammen gespielt. Aber in letzter Zeit sehe ich ihn kaum. Ich verstehe das natürlich. Er hat wichtige Dinge zu tun. Wichtig für uns alle hier. Aber er fehlt mir. Niemand konnte einen Stein weiter über den Fluss werfen. Ach ja, die Verpflichtungen von Kindern, die in heiligen oder königlichen Familien leben. So. Mal kurz einen Blick auf die Karte schmeißen. Okay, Fuß des Berges heißt doch, ich muss nach oben. Verfunkelten Wege hier irgendwie. So, ich könnte mich jetzt natürlich sofort mit Ätzli treffen. Aber ich weiß ohnehin nicht, wie ich hier hinten hinkommen soll, wo die ganzen Geheimnisse noch warten. Deswegen mache ich das jetzt auch einfach. Du Lackalbasch. Ja, das müssen wir nicht schon machen. Aber ich guck mal, dass wir hier irgendwo höher kommen. Wo ist meine Mutter? Sie vermittelt zwischen den Wachen und Hakan. Wie ist es außerhalb von Paititi? Naja, da gibt es viel. Die Welt ist sehr groß. Größer als Paititi? Größer als 100 Paititis. Was? Bringst du mich dahin? Da hat deine Mutter auch noch etwas mitzureden. Was du suchst, ist dort drin. Woran erkenne ich die richtige Kammer? Am Geruch des Todes. Falls du überlebst, kannst du über das alte Bewässerungssystem zurückfinden. Wir sehen uns dort. Sei vorsichtig. Der Kult hat Patrouillen. Ich werde bestimmt dreimal sterben. Die zunehmende Bevölkerungszahl und kurzsichtigen Planungen bescherten der Ansiedlung etliche Probleme. Bauern rodeten den Dschungel, um die fruchtbaren Flussufer für den Anbau zu nutzen, was bei den ersten starken Regenfällen zu verheerenden Überflutungen führte. Die Jäger erlegten zu viel Wild und mussten deshalb immer weitere Wege in Kauf nehmen, um Fleisch zu beschaffen. Verschiedene Gruppen, die über die Kontrolle über die Ansiedlung stritten, führten oft heftige Debatten darüber, wie diese Probleme am besten zu lösen wären. Hübsch hier.
Hm. Das war bestimmt mal eine beeindruckende Waffe. Sie muss unglaublich oft benutzt worden sein, um sich in einem solchen Zustand zu befinden. Na, wonach muss ich suchen, um die versteckten Informationen zu finden? Ja, irgendwie finde ich die jetzt hier gerade nicht. Warte mal, da war jetzt gerade was irgendwie. Und wenn die Blutflecken Rückschlüsse zulassen, war es auch so. Was versucht er? Ein neuer Fähigkeitenpunkt. Pipi. Das sieht aus wie eine Tür, aus der wir später wieder rauskommen könnten. Oder so, keine Ahnung. Alles klar. Hey, was ein neues. Ein neues Basislager, na dann. Ich glaube, nichts hätte mich auf Paititi vorbereiten können. Die Menschen, ihre Geschichte, was sie erlebt haben und wo sie heute stehen. Wenn man ihn so hört, Amaru, Dominguez, Kukulkan will nur Paititis Sicherheit. Aber ich weiß, was er dafür tut. So viel Tod und Grausamkeit. Ich muss ihn aufhalten. Das werden wir tun. So, wir gucken mal. Wir haben 5 Fähigkeitenpunkte. Das ist doch hervorragend. Köcher der Wespe, den haben wir schon bekommen. Maul der Eule. Naja. Nest der Viper erhöht die Menge an menschengemachten Herstellungsressourcen, die sie aus jeder Quelle erhalten. Bisher bin ich noch nicht so tief gefallen, dass das notwendig wäre, mir den Sturz irgendwie abzufangen. Herzensbrecher. Aha. Nö. Nö. Ich glaube, für den Moment bin ich erstmal versorgt. So, den aktuellen Bogen können wir nicht verbessern. Deswegen machen wir jetzt einfach erstmal weiter. Kein Messer. Hm. Kann ich irgendwie ein Messer herstellen?
Messer herstellen. Verstärktes Messer brauche ich. Ah, da liegt der Wurm begraben. Dadurch. Gut, gut, dass das Spiel so linear ist, dass man sich gar nicht falsch entscheiden kann. Das hier zeigt offenbar Unuratu, die eine aufständische Gruppe anführt. Im Hintergrund ist eine fast vollständige Sonnenfinsternis zu sehen. Ich finde ja solche alten Wandmalereien und Figürchen irgendwie sehr faszinierend. Oh, stinkt das. Das muss der Ort sein, den Ätzli meinte. Da was keine Augen im Kopf, das sieht ja nicht mehr annähernd so aus, wie das, was wie es aussehen soll. Okay. Ganz ruhig, Lara. Ganz ruhig. Okay. Das war Tod Nummer 1 von den prophezeiten 3. Stinkt das. Das muss der Ort sein, den Ätzli meinte. Ganz ruhig, Lara. Ganz ruhig. Okay, keine Hektik. Ja, ist das Blut an der Wand, ist ja egal. Du schaffst es. Plan, um den Flop zu tun.
toll. Ich habe wohl keine Wahl. Na super. Die Platzangst ist das eine, aber über Leichen zu krabbeln, das. Sorry, Platzangst war sowieso falsch. Klaustrophobie. Ist das einer der Rebellen? Eine Schlange mit einem silbernen Auge. Ich bin auf der richtigen Spur. Ja, dadurch. So, wenn ich da durch muss, gebe ich mich aber trotzdem hier erstmal ein kleines bisschen um, ob es hier noch was gibt. Der Geruch wird immer stärker. Die silberne Schatulle von X-Chell finden. Lara, wie läuft's? Jonah, hier ist noch eine Schlange mit einem silbernen Auge. Ich muss dicht dran sein. Ich rede mit Uchu über Tattoos. Über Tattoos? Ja, du hast doch Honoratus gesehen, oder? Es zeigt ein Reiher und eine Eklipse. Das könnte mit der Schatulle zusammenhängen. Glaube ich nicht. Unuratu ist die rechtmäßige Königin von Paititi. Ihre Familie wurde durch den Kult von Kukulkan von der Macht verdrängt, nachdem eine Hungersnot beinahe die gesamte Stadt ausgelöscht hatte. Ihr Ehemann Sairi starb, als er in der Umgebung von Paititi auf der Jagd nach Nahrung war. Sairis Bruder Amaru, oder Dr. Dominguez, fühlte sich verantwortlich und übernahm die Kontrolle über die Stadt, wobei er auf Ressourcen von Trinity zurückgriff, um die Paitizianer bis zum Ende der Hungersnot zu ernähren. Obwohl Amaru die Stadt also gerettet hatte, herrscht der Kult nun in seiner Abwesenheit mit Arroganz und Einschüchterung. Unuratu und ihre Rebellen kämpfen für die Befreiung der Stadt aus den Klauen des Kults von Kukulkan und die Wiedereinsetzung ihres früheren Herrschergeschlechts. Unuratu wuchs in dem Glauben auf, dass ihre Familie dazu bestimmt ist, das Ritual der Schatulle von X'Chel durchzuführen und die Sonne für das nächste Zeitalter wiederherzustellen. Heide Witzka, die haben alle echt Probleme. Aber ich würde sagen, für diese Folge reicht es erst einmal. Ich mache hier Feierabend. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir gerne ein Like und einen Kommentar da. Ansonsten hoffe ich, wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Shadow of the Tomb Raider wieder. Bis dahin und bye bye.